Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf diesem Kanal. Ihr habt es euch wieder mal gewünscht, ihr wolltet wieder ein bisschen FIFA. Ich hatte auch Bock drauf und ich habe eine kleine Abstimmung gemacht und gefragt, was wollt ihr denn sehen? Wollen wir eine Karriere im aktuellen FIFA machen, eine Retro-Karriere oder The Journey durchspielen? Und ihr habt euch mit der überwältigenden Mehrheit für eine Retro-Karriere entschieden. Ich hatte, glaube ich, das Bild bei der Abstimmung mit FIFA 17 gemacht, aber das war jetzt nicht unbedingt das FIFA, was ich spielen wollte. Ich wollte nämlich ein bisschen weiter zurückgehen, weil so richtig Retro wird es ja eigentlich erst, wenn man 10 oder mehr Jahre zurückgeht. Deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden und starten eine neue Karriere in FIFA 13. Also gut 10 Jahre das Ganze her. Messi auf dem Cover drauf. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ist auch in FIFA, was ich persönlich noch gar nicht gespielt habe. Weil meine FIFA-Karriere, also klar, ich habe als Kind, ich glaube, ich habe FIFA 08 gespielt. Ich habe auch FIFA Pro 2005 gezockt. Aber so richtig in Berührung gekommen bin ich damit erst ab FIFA 17, wo ich dann auch mit Ultimate Team angefangen habe. Also 17, 18, 19, das war so meine FIFA-Hochzeit, die ich dann angefangen habe zu streamen und auch jetzt diese YouTube-Videos zu machen. Ich weiß nichts, ich habe ultra Bock drauf. Ich würde auch behaupten, wir drücken einfach mal X und gehen mal rein. Ich habe mir auch noch nichts angeguckt, ich habe es nur einmal kurz gestartet, um so ein bisschen zu checken, ob das Ganze auch funktioniert. Mit Capture Card, dies, das, aber es klappt. Das Einzige, was so ein bisschen nervt, ist, glaube ich, dass wir halt keine Musik haben können, weil die natürlich sonst geclaimt wird auf YouTube. Aber ansonsten sollte alles eigentlich fit gehen. Kader, glaube ich, Stand des Releases von FIFA 13 und es gibt ja auch so ein kleines Intro-Video. Das können wir uns eigentlich mal kurz angucken. Kann sein, dass ich das jetzt hier rausschneide, wenn das geclaimt wird, aber wahrscheinlich nicht. Irgendwie hatten die einfach einen geileren Vibe. Ich weiß es auch nicht. Das kriegt einfach heute nicht mehr diese Nostalgie. Blaschikowski, Junge. Scheint auch viel Borussia Dortmund gesponsert gewesen zu sein. Samir Nasri bei City, Junge. Joe Hart mit dem Abwurf, Alter. Geil. Da sehe ich mich. Ich weiß nichts, ne? Ich weiß nicht, wie Transfers funktionieren, also wie easy das da ist, Leute zu holen. Ich weiß auch nicht, wie Karrieremodus generell ist. Da habe ich einfach nicht so Karriere gespielt. Das werden wir halt alles gleich zusammen rausfinden. Deswegen ist es auch in Essenz für mich irgendwie ein bisschen was Neues und gar nicht so retro-mäßig für mich. Aber ich habe Bock drauf. Messi, das war bestimmt das Highlight dann. Yes. EA Sports FIFA 13. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall in die Bundesliga. Wir spielen natürlich eine klassische Karriere mit bis zum Champions League Titel. Ich weiß gar nicht, ob die Champions League hier gibt. Kann sein, dass das noch irgendwie anders hieß, dann Champions Cup, weil man damals die Rechte gar nicht hatte. Ja, wir gucken mal. Karriere. Wie gesagt, ich habe mal einmal kurz gestartet, um zu checken, ob es funktioniert. Sonst habe ich noch nichts gemacht. Hier natürlich Trainerkarriere. Junge, Harry Redknapp als Trainer und links Messi. Es gibt auch Spielerkarriere schon. Crazy. Aber wir gehen natürlich in die Trainerkarriere rein. Generell, Leute, die Kader uns anzuschauen, das wird auch so wild sein. Das ist einfach 11 Jahre her. Da habe ich so Bock drauf. Wir können ja mal gucken, hier in Nürnberg. Wer überhaupt in der Bundesliga ist? Tim Wiese bei Hoffenheim im Tor. Schürrle, Kießling, Bellarabi bei Leverkusen vorne. Wir gucken uns einfach nur mal die Kader so ein bisschen an. Sehr, sehr wild. Wer ist denn Ossian? Den kenne ich gar nicht, Alter. Das ist, wie gesagt, auch nicht so richtig meine Bundesliga-Zeit. Augsburg schon in der Bundesliga unterwegs. Der FC Bayern, den haben wir gerade schon gesehen. Schalke 04. Mit ganz, ganz wilden Leuten. Das Geile ist, wir wissen ja auch schon, wer krass sein wird, ne? Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, na, Kimmich ist zu früh, oder? Wie alt ist Kimmich? 29, ne? Vor 10 Jahren war er 19. Könnte im Game sein. Müssen wir mal gucken, ob wir den dann finden. Stuttgart noch in der Bundesliga. Wir gehen aber safe in die zweite Liga. Oh, Junge. De Bruyne noch bei Werder Bremen. Eieiei, mit einer 78. Ich würde sagen, wir starten in der zweiten Liga rein. Köln wäre natürlich cool. Köln wäre sogar sehr cool. Vielleicht gehen wir zu Köln. Und Köln ist sehr gut in der zweiten Liga, ne? Vielleicht nehmen wir so ein mittelmäßiges Team. Oder eins, was es auch nicht in der, was es nicht in FIFA mehr gibt. So, das wäre ja auch geil. Hier Braunschweig, ja, Dresden. Cottbus zum Beispiel. Cottbus wäre eigentlich cool, weil die gibt es ja wirklich nicht mehr in FIFA. Erzgebirge Aue, Ingolstadt, St. Pauli, der FSV Frankfurt. Junge, die haben aber ein schlechtes Team. Ist das Matthew Lecky auf LM? Hertha, Duisburg, Paderborn, Jan Regensburg. Alter, Union Berlin mit Terodde vorne im Sturm. Ein junger Simon Terodde. Ist das geil. Oh, das hat sich jetzt schon gelohnt, dieses Video.
Dann haben wir noch Bochum und Aalen. Also ich hätte ultra Bock auf Cottbus. Einfach weil es die nicht mehr gibt. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, dritte Liga gibt es auch nicht, ne? Nee, es gibt nur Bundesliga und zweite Liga. Ich weiß nicht, wie tief es, was es noch so gibt. England, wie tief geht's da? Championship, League One, League Two. Es geht also so ein bisschen in die vierte Liga runter. Das wäre auch ein cooles Projekt. League Deux gibt's auch. Auch nicht schlecht. Das sind teilweise Vereine, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Serie B. Aber da fehlen die Rechte. Seht ihr? Also das ist nur ungefähr die richtigen Wappen. Oh ja, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Irland, Russland gibt's auch, Alter. Anshi Maschatschkala mit Samuel Eto'o vorne. Wie geil. Wie geil. Junge, Junge, Junge. Das ist auch eine wilde Liga gewesen, ne? Also klar, die gibt's im aktuellen FIFA nicht mehr. Edran, Shaw, Luca. Was haben wir noch? Saudi-Arabien. Gab's damals... Wer hat denn damals so gezockt? Jemand, den man kennt? In Saudi-Arabien? Also ich sehe hier keinen. Wesley. Ist es der Wesley? Dann kenne ich den zumindest. Diego Sousa. Aber damals war... Aber Transferbudget auch nur 1 Million. Halte ich für ein Gerücht, ne? Schottland. Aber es gab irgendwie gefühlt viel mehr Ligen, oder? Die MLS. Österreich. Australien. Brasilien. Naja, also wir gehen wie gesagt zweite Bundesliga rein. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Energie Cottbus, oder? Also Köln wäre auch cool, aber Köln will ja wahrscheinlich direkt aufsteigen. Ich glaube, wir gehen einfach mit Energie Cottbus. Scheint ein Mittelklasse-Team zu sein. Die haben ein okayes Team. 1,2 Millionen ist jetzt auch nicht super viel. Andere haben mehr, andere haben weniger. Da sind wir so in der Mitte ungefähr unterwegs. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir machen mal... es gibt Amateur, Halbprofi, Profi, Weltklasse, Legende... Ich bin ganz ehrlich, ich kenne das Gameplay nicht. Also normalerweise spiele ich immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber das wird hier, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Deswegen, wir gucken mal, ob wir Profi oder Legende erstmal machen. Halbzeitlänge hätte ich jetzt mal gesagt 4-5 oder so. Strenge bei Finanzen machen wir, glaube ich, auch einfach milde. Stadion können wir uns noch aussuchen. Ivy Lane. Vielleicht nehmen wir irgendwas Deutsches. Gibt's was Deutsches? Stadion Europa, was halt nicht so groß ist, ne? Das Stadion der Freundschaft ist, glaube ich, Cottbus. Das sieht eigentlich stabil aus. Wir googeln mal gerade, wie das Stadion aussieht, weil ich war noch nie in Cottbus unterwegs. So, wie viele Leute passen denn da rein? 23.000 knapp. Und es sieht so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie der Town Park, nur ein bisschen höher, also quasi eine Tribüne mehr noch. Also Town Park halten wir schon mal in Erinnerung. Union Park sieht eigentlich so ähnlich aus. Hat das Stadion der Freundschaft so ein... So eine Tartanbahn? Das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber wenn es das hat... Nee, keine Tartanbahn. Weil Stadion ist auf jeden Fall zu groß. Vielleicht nehmen wir Court Lane. Das hat genauso viele Plätze wie das Stadion. Es gibt keine Tartanbahn. Komm. Ich weiß noch nicht, ob man das ausschreiben kann. Tatsache. Man kann es ausschreiben. Also, wir gehen rein. Stadion der Freundschaft. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da sind auch alle verschiedenen Wetter verfügbar. Achso. Anwenden und beenden. Genutzte Teamstandards, aktuelle herunterladen. Ich glaube, wir nehmen einfach Standard als CPU, schieben wir aus. Und dann gehen wir rein in die Saison, Leute. Ich weiß, wie gesagt, nichts. Ich habe ultra Bock. Ich weiß auch nicht genau, ob wir in der ersten Folge es schon schaffen, ein Spiel zu spielen. Aber wir gucken mal. Vorname. Haben wir natürlich Alex Gravo. Generell die Grafik, Alter, Leute. Das wird so wild werden. Da sehe ich mich. So, natürlich Deutschland, Hemd und Schlips, Marineblau, da gibt es diese Schmächtig bin ich auf jeden Fall. Ja komm, das ist eigentlich egal, ne? Unterschreiben den Vertrag. Energie Cottbus beruft Grabo als neuen Chef. Nachdem die Gerüchteküche tagelang gebrodelt hat, ist Energie Cottbus sich nun endlich mit Grabo einig geworden und stellt ihn offiziell als neuen Trainer vor. Ich freue mich wirklich sehr auf meine Arbeit für den neuen Verein. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht. Muss ich auf internationaler Bühne beweisen? Weiß ich nicht, wir sind doch zweite Liga, oder? Naja. Wir gucken mal. So Leute, da sind wir auch im Menü angekommen. Junge, Junge, sieht das wild aus. Ich hoffe, die Kamera hier oben ist fein. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner einfach generell gelassen, dass wir einfach so die Tabelle auch vernünftig sehen können. Wir können es einen Tick größer, können wir es noch machen. Den ersten Platz sehen wir so oder so nicht. Ansonsten ist das Menü. Ich bin so gespannt, ob wir Transfers überhaupt hinbekommen. Wir gucken uns erstmal die Mannschaft an, würde ich sagen, als allererstes. Ich glaube, man kann ja hier den Kader sich anschauen. Genau, das ist unsere Startelf aktuell. Zwischen 62 und 71. Die besten Spieler sind Daniel Adlung und das ist Boubacar Sanogo, ne? Den kenne ich noch. 73 Antritt, ist relativ groß. Sieht nice aus. Wir haben auf der Bank noch einen weiteren Stürmer in Martin Fenin. Der hat auch ganz guten Antritt. Wie groß ist denn der? 1,83. Okay, der hat 5 Sterne schwacher Fuß. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht dann lieber ihn für Stiepermann am Anfang rein. Dann haben wir noch Rivic, der ist LM, aber das ist Adlung auch. Das macht Sinn. Wir haben noch Brezenska und Ludwig. Das ist 28. Also wir werden auch versuchen natürlich, gute Talente relativ früh zu holen. Also so der Brezenska, wenn er jetzt nicht so schnell ist,
hat halt Power-Kopfball. Guck mal, der hat zum Beispiel 31 Antritt. Mit so jemandem möchte ich eigentlich nicht unbedingt spielen. Den können wir dann direkt auf die Transferliste packen und da vielleicht eine Million generieren, weil ich glaube, die, wenn das wie beim neuen FIFA ist, da kosten ja auch so Talente so, gibt es ja auch für 500k welche. Formation spielen sie 4-4-2, okay, ja. Das gucken wir uns, glaube ich, dann an, wenn Transfers durch sind. Ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir mal gucken, dass wir ein paar Spieler auf die Transferliste packen, denn wir haben 1,2 Millionen Transferbudget. Wir können ja mal nach Alter sortieren. Da haben wir einen dritten Keeper, der ist gar nichts wert. Wir haben hier Mörle, Innenverteidiger, der ist schon 32. Eventuell könnte man den, Uwe Mörle, stimmt, den kenne ich sogar, den könnte man eventuell auf die Transferliste setzen. Tut mir leid, wenn das jetzt hier alles Vereinslegenden sind, das werde ich hier nicht wirklich berücksichtigen. Boubacar Sanogo, der ist kürzlich zum Verein gestoßen, okay. Zenska, den können wir auf die Transfer. Das war der, der 31 Antritt hat, ne? Also den würde ich auf jeden Fall noch draufsetzen. Dann haben wir noch einen Linksverteidiger in Liebig. Ludovic ist ein Zehner, der auch gerade nicht im Team ist. Packen wir mal auf die Transferliste. Sörensen kann eigentlich auch gehen. Also dann machen wir erstmal die vier, glaube ich. Die Jüngeren, die werden wir wahrscheinlich... Rivic ist noch viel wert, ne? Rivic spielt halt auch nicht, weil da spielt halt... Der ist erst zum Verein gekommen, ne? Weil Adlung ist ja... Der ist nicht erst... Aber der ist halt erst 24. Ich weiß nicht, warum ich den verkaufen wollen würde. Ich glaube, den würde ich erstmal noch behalten. Ich weiß auch nicht, wie Spieler verkaufen funktioniert. Oh, und das war dieses Menü, ne? Das gab es ja noch ein bisschen länger. Daran erinnere ich mich noch. Also, wenn ich jetzt mal so schaue, dann können wir uns ja maximal wahrscheinlich Leute leisten, die so eine 65 haben. Ups, das ist auch sekundäres Attribut, ne? Wir können ja eigentlich einfach mal nach deutschen Spielern gucken, oder? Also nach jungen deutschen Spielern. Da bin ich sehr gespannt, wen wir da so finden. Und dann einfach anfragen, was geht. Machen mal 21. Okay, zu viele Spieler. Sollen wir mal nach Alter oder Position sortieren? Wahrscheinlich nach... Nee, nach Gesamt eher, ne? Sortieren mal nach Gesamt. Und machen einfach mal bei Namenstopp, die uns was sagen. Uno Bulut, Junge. Marius Müller, das ist doch der... Nee, ist nicht der Keeper von... Nico Gieselmann. Ehemals Union Berlin. Aber wenn ihr jetzt seht, guck mal, die kosten ja nicht viel. Die kosten 240.000. Christian Günther, Leute. Geil. Christian Günther. Junge, wie alt ist der? 19 Jahre. Wir machen mal eine Anfrage bei ihm. Wir fragen mal generell die Leute an, weil ich glaube, so war das. Da konnte man dann irgendwie rausfinden, ob die spielen wollen oder nicht. Bei einem Johannes Geis, Junge, mit 18 Jahren. ZDM. Sprungkraft 90, Alter. Marc-Oliver Kempf. 57 ist auf der Leihliste. Ich weiß halt nicht, wie das damals war mit Talenten, die kommen wollen oder nicht, ne? Jonas Hofmann, Alter, 19 Jahre alt. Damals noch bei Dortmund unterwegs. Dominic Kohr, der war ja damals schon... Ist das... Das sieht halt null aus wie Dominic Kohr. Aber es ist Dominic Kohr. Sprinttempo 66, dicke Lüge. Anfrage. Leon Goretzka, Alter, 350.000. Junge, also ich glaube, wir machen das so, wir gehen jetzt einfach mal hier durch und überlegen uns, Junge, Koray Günther, einfach ein paar Leute, so weiß ich nicht, 20 Stück, dann stellen wir denen eine Anfrage, gucken, wer da zurückkommt und dann sehen wir das ja, weil deutsche Spieler sind Antonio Rüdiger, geil. Auch machbar, 500.000 Marktwert, aber ihr seht schon, so langsam, wenn wir über auf die 62 zugehen, dann wird es, Loris Karius, Marvin Duksch, Junge. Da wird es, glaube ich, mit dem, dass wir uns die leisten können, glaube ich, relativ schwierig. Erik Durm. Im Sturm? Nein, damals Stürmer noch. Crazy. Aber ich glaube, so ab 62 werden wir nicht mehr bezahlen können, weil wir haben ja auch nur 1 Million Transferbudget. Ansonsten könnten wir halt nochmal Clubs durchgehen. Ne? Wir könnten einfach mal bei den Bayern schauen. Kann man, glaube ich, auch. Ne? Hier Bundesliga und dann einfach FC Bayern. Muss ja auch nicht zwingend nur deutsche Leute sein. Alles andere wäre ja genauso fein. Diego-Content. Alter, Mitchell Weiser. Emre Can. Geil. Emre Can fände ich cool. Weil der ist halt schon 1,2 Millionen wert, ne? Was ist bei Dortmund? Halstenberg war auch bei Dortmund, aber der hat eine 53 mit 20. Weiß ich jetzt nicht. Leonardo Bittencourt. Ja, die sind dann halt schon wieder ein bisschen teurer, ne? Alter, Patrick Ovomoyela mit 32. Moritz Leitner. Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal ein paar genug Leute angefragt. Lasst uns mal ein bisschen simulieren. Ich weiß auch nicht, wie schnell das Ganze hier geht. Meine PS3 ist auch gerade ordentlich am Abheben. Was ganz geil ist, dass man auf PS3 auch mit PS5-Controller spielen kann. Wir sollen einen Mittelfeldplatz belegen und die Runde der letzten 32 erreichen. Das ist doch ganz nice. Anfrage zu Antonio. Hey, Rüdiger kriegen wir für 675.000. Oh, so sah das aus. Okay, zwischen 630 und 720 wert. Er spielt für einen Top-Verein. Nochmal 575. Dann haben wir noch eine Antwort von Marc-Oliver Kempf. Er spielt erst seit kurzem für den Verein, hat kein Interesse, okay?
Johannes Geis. 275.000 für Johannes Geis. Das ist nicht viel. Der Transferschein möglich. Wir machen mal 195.000. Ich weiß nicht, ob wie das dann abläuft. Weil ich glaube, es ist ja nicht so, dass man dann in so eine Gesprächskazin kommt, wie das heute so ist. Cottbus lässt Mörle ziehen. Also man kriegt immer so Zeitungsausschnitte. Okay, die nächsten Anfragen. Karius wäre 475.000. Da können wir auch nochmal natürlich ein bisschen. Machen wir mal 355.000. Ich weiß auch nicht, was die für ein Potenzial haben, aber ich weiß ja, die haben ja alle mehr oder weniger eine Weltkarriere hingelegt. Koray Günther ist erst kurz bei Dortmund. Goretzka auch erst kurz bei Bochum. Dominik Kohr ebenfalls. Hofmann ebenfalls. Günther ebenfalls. Also wir werden halt viele dieser Talente auch gar nicht bekommen. Ist auch gar nicht, wie die sich dann entwickeln, wie man das sieht, ne? Okay, Stuttgart akzeptiert das Angebot für Rüdiger. Das ist schon mal nice. Da haben wir unter Marktwert gesniped. Und Johannes Geis war zu niedrig da. Was haben wir da gesagt? 195, ne? Dann machen wir mal 200. Es sind auch andere Vereine hinter ihm her. 235. Und dann haben wir noch, genau, Rüdiger ist akzeptabel. Dann müssen wir zum Vertragsangebot gehen. Möchte 2000 Jahre Gehalt. Wir geben ihm mal einfach Rotationsspieler. Das würde doch so ein... Würde der das annehmen in die zweite Liga? Weil der spielt ja bei Stuttgart nicht, oder? Kriegen Transferboot für Uwe Mörle. Nice. Wir wollen ja auch ein paar Leute verkaufen. 250.000. Der ist 250.000 wert. Machen wir mal 350.000. Ne, der ist 300.000 wert. Dann passt das ja auch. City verhandelt mit Real Madrid über Özil. Alter, geil. Oh Mann, das ist so cool. Ich weiß halt nicht, wie das Gameplay ist. Ich habe eben mal kurz eine Runde Anstoß gespielt. Und das war schwierig, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel reingucken, weil ich das ja mit euch zusammen erleben wollte. Okay, die nehmen das Angebot für Mörle an, 350.000, das ist schon mal nice. Okay, Fürth akzeptiert das Angebot für Geis für 235.000. Ich würde ihm einfach auch mal Rotationsspieler anbieten, möchte 4 Jahre Vertrag, das kann er von mir aus gerne haben. Und Rüdiger lehnt das Angebot ab, er möchte in einer prestigeträchtigeren Liga spielen, aber wir können das Angebot noch verbessern, ne? Dann gehen wir ihm mal, was haben wir ihm gegeben? Rotationsspieler, gehen wir mal Stammspieler und 5% ohne Gegentorbonus. So, Mainz will mehr für Karius. Mainz will wirklich die 475. Wir hatten 375 geboten. Stimmt, da stand auch gerade Spieler auswählen. Ne? Das heißt, man kann auch Spieler tausch theoretisch machen. So, Mörle ist weg. Wir kriegen 300.000 neues Transferbudget. Das ist gut. Rüdiger lehnt immer noch das Angebot ab. Aber wir müssen ihm mehr Gehalt geben. Also wichtiger Stammspieler und 4 Jahre und 3.000 Euro Gehalt. Komm. Alter, Johannes Geis hat akzeptiert. Nice. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial der Junge hat. Aber nehmen wir einfach mal mit für 200.000. Da sehen wir es auch. Kostet nicht viel Gehalt. Komm, erster Transfer eingetütet, Leute. Da sehe ich mich. Neuverpflichtung, Teammanagement. Kann man jetzt hier irgendwo sehen, wie viel Potenzial die eigentlich haben in FIFA? Ah, hier rechts sehen wir vieles. Okay, Ballkontrolle, bla bla bla. Kann auch Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Gute Sprungkraft, aber der Rest ist da nicht so gut. Ja, aber ich kann jetzt nicht irgendwie sehen... Hat Potenzial, was Besonderes zu werden oder so, ne? Das geht, glaube ich, hier nicht. Hier sehen wir alles auf einem Screen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir werden schon herausfinden, wie dann, wann welche Spieler irgendwie weiter nach oben gehen. Es ist doch auch wie bei dem aktuellen FIFA, dass man da irgendwie während der Saison die Leute besser macht, oder? Junge, die wollen wirklich 475.000 für Karius, ne? Aber ich will unbedingt Karius im Tor haben. Ich hätte da richtig Bock drauf. Alter, Rüdiger akzeptiert. Let's go. Wir haben einen neuen Abwehrchef. Antonio Rüdiger. Let's go. Vor allem, der ist schon richtig gut mit 19, ne? 61, stabiler Typ. Der kommt auf jeden Fall sofort in die Startelf, ohne ein Spiel gespielt zu haben. Wir wollten ja Brzezinska, glaube ich, verkaufen, ne? Weil der diese 39 Antritt hatte. Dann packen wir mal ihn raus. Karius akzeptiert. 450.000. Wir geben ihm mal... Wird safe auch wieder. Ich gebe ihm trotzdem mal Rotationsspiele. Muss nochmal gucken, wie verlängere ich denn Verträge und alles. Das ist, hier gibt es ja gar kein Menü dafür, oder? Ja, da ist doch auch Cottbus falsch geschrieben da unten, da bin ich blöd. VfL geht auf Energie Cottbus mit Doppel-S. Schreibt man doch gar nicht so. Barcelona will Rooney holen. Einfach Rooney gibt's noch. Geil. Angebot für Dennis Sørensen. 31-jähriger RM. Ja, können wir ein bisschen mehr fordern. Vielleicht 240.000. Und dann müssen wir gleich nochmal, glaube ich, nochmal ein paar Leute anfragen, ne? Weil von den 10, 15 Anfragen sind ja jetzt nur 3 durchgegangen. Wenn wir denn jetzt Karius noch bekommen. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Obwohl Transferangebot für Brzezinska. Wie viel ist das? 950.000, der ist aber 1,1 wert. Ich war 1,4. Das wäre big, ne? Da würden wir echt viel Geld bekommen, weil mit dem will ich eigentlich nicht spielen, wenn er 30 Antritt hat. Ich weiß nicht, wie wichtig hier Pace war in den Spielen, aber probably schon ein bisschen. Karius akzeptiert das Angebot. Nächster Transfer eingetütet. Neuer Keeper ist am Start. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr. Jetzt müssen wir erst wieder das verkaufen. Heißt aber auch, wir könnten eventuell jetzt den ein oder anderen Keeper verkaufen. Thorsten Kirschbaum geht dann auf die Bank. Renault ist dann komplett raus, weil...
Karius mit seinen 19 Jahren schon gut genug ist, um Startelf zu spielen. Aber sowas wie Entwicklungspläne oder so gab es safe noch nicht, oder? Also ich glaube, das gab es ja auch noch nicht in FIFA 17, als ich dann richtig viel gespielt habe. So müsste es eigentlich nicht gegeben haben. Brezenska geht für 1,4 zu Fürth. Ey, das ist big. Natürlich ist es an Liga-Konkurrenten, ne? Also Fürth ist doch zweite. Ne, Fürth ist erste Liga sogar. Komm mal, Junge, geh. Dann haben wir 1,4 Millionen, mit denen wir spielen können. Spieler verkauft, Leute. 1,2 Millionen zum Transferbudget. Wie gesagt, wir wollen auf Talente gehen. Das ist natürlich einfach wie immer wichtig. Machen wir 20. Nationalität, beliebig. Und dann Max Marktwert. Eventuell 1 Million einfach. Krass, dass man damals gar nicht scouten musste, ne? Dominik Heinz, Alter. Der hat mit 18 eine 65 und ist 600.000 wert. Das ist stabil. Anfrage. Kevin Stöger. Marcel Sabitzer, 950.000 wert. Junge, der sieht stabil aus. Rechter Flügel, Anfrage. Harry Maguire, Alter, geil. Auf den hätte ich auch Bock. Anfrage. Philipp Kostic, noch bei Groningen unterwegs. Anfrage. Müssen wir doch mit Flügelspielern spielen. Roman Bürki. Na gut, Keeper haben wir schon geholt. Einfach Ederson, Junge. Das ist auch der Richtige, weil der war nämlich bei Rio Ave. Patrick Bamford von Chelsea, Junge, damals. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon wieder ein paar Leute gefunden, die wir anfragen. Ist es Raul de Tomas? Geil, der war bei Real Madrid damals. Piotr Zielinski bei Udine unterwegs gewesen. Jamal Lascelles von unserer Dings-Karriere. Nürnberg-Karriere. Wollen auch mal anfragen. Damals noch 18. Jordan Lukaku. Auf den hätte ich Bock, auf Linksverteidiger. Der war ja auch mal richtig, richtig nice. Maximilian Arnold. Junge, Junge. Damals 10er noch. Geil. Wie jung die alle sind. Boetius sehe ich hier noch. Adrien Rabiot. Bei PSG mit ganz wilden Haaren unterwegs. Ich glaube, wir haben eigentlich jetzt wieder ein paar gute Leute angefragt. Dann warten wir mal ab, was die so sagen. Davon wird wahrscheinlich eh wieder die Hälfte nicht kommen wollen. Und dann haben wir auch unser erstes Spiel gegen Middlesbrough. Das ist eins dieser Vorbereitungsspiele. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt direkt selber spielen sollen. Vielleicht für die erste Folge, dann machen wir nach den Cut-Off-Point. So, Adrien Rabiot ist erst seit kurzem bei Dings. Seit kurzem bei Groningen ist Kostic. Sabitzer würde gehen. 575.000. War der nicht viel mehr wert? Dominik Heinz 800.000. Sabitzer gucken wir mal. Der ist doch 950.000 wert. Steht so was mit Vertragslaufzeit? Dominik Heinz wäre 800.000. Machen wir 700.000. Heinz sieht stabil aus. 65 mit 18, Alter. Gut, Rabiot kommt schon mal nicht. Arnold kostet 825.000. Okay. Lukaku 700.000. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was auf die 500.000 auf die Transferliste packen, weil ich will halt schon noch ein paar Leute von denen holen. Lascelles, 1 Million, gut, der ist zu teuer. Bamford, 550.000, das kann man sich auf jeden Fall leisten. Patrick Bamford und der letzte war Harry Maguire, 1 Million Euro, 700.000, so. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch mal kurz jetzt ein bisschen was auf die Transferliste machen, weil wir brauchen Geld. Stiepermann ist auch erst 21, sehe ich gerade, ne? Ich würde halt Sanogo gern verkaufen, aber der kam halt, glaube ich, erst. Ja, das haben wir eben schon gesehen. Wir haben halt auch zwei gute LMs, ne? Rivic und Adlung. Ich glaube, vielleicht dann Rivic einfach auch weg. Ah, der geht auch. Dann Adlung weg. Der bringt uns halt 1,5 Millionen. Das sind halt drei von denen. Der ist aber halt schnell, ne? Der hat eine gute Ausdauer. Sprinttempo 80. Ja, ist okay. Dann haben wir noch Ludwig. Der ist schon auf der Transferliste. Kruska. Kirschbaum kann jetzt auch weg. Aber ich glaube jetzt so zum... nee, du nicht auf jeden Fall. Ich glaube jetzt so zum Abschluss der ersten Folge. Jetzt haben wir ein paar Transfers gemacht. Gehen wir einfach mal in die erste Partie gegen Middlesbrough rein. Es ist jetzt auf Weltklasse. Schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Dann machen wir danach den Cut-Off-Point und versuchen dann in der nächsten Folge weiterzumachen, was Transfers und... Oh Leute, guck mal, was es gibt. Es gibt Trikot auswählen vor jedem Spiel. Junge, geil. Geil, geil, geil. Teammanagement stimmt. Wir sind auf Weltklasse. 5 Minuten. Wir gucken einfach, was passiert, wenn wir jetzt hier 4-0 verlieren. Dann gehen wir runter auf Profi. Ich kann die Schwierigkeit wirklich überhaupt nicht einschätzen. Junge, die Kamera. Es ist so geil, Leute. Auf geht's in unser erstes Spiel der neuen Retro-Karriere. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schöne Grätsche direkt mal. Rüdiger im Zweikampf. Schön gemacht. Ich habe übrigens jetzt auch mal den Kommentator ausgemacht, weil ich glaube, das ist, wenn ich dazwischen rede, ein bisschen nervig. Weil das haben wir ja, glaube ich, auch immer... Oh, eine Möglichkeit. Geklärt. Das haben wir, glaube ich, auch immer in den vergangenen Karrieren so gemacht. Da ist Engel. Da ist Fenin. Zurück auf... Ah, schade. War die erste gute Gelegenheit. Hünemeyer ist aber echt slow. Aber er macht's gut. Oh nein, das war nicht gut. Aber Rüdiger ist da, Junge. Ich glaube, Tricks gingen mit L2 damals noch, ne? Man muss L2 drücken. Und dann irgendwie einen Skill-Move machen. Rüdiger, Kopfball-Duell.
Gewinnt er. Easy. Das ist bis jetzt schon ein starker Transfer gewesen. Boah, gut durchgesteckt. Kruska. Kruska. Hätte ich mir den Freistoß eigentlich holen können. Oh, das wollte ich zum Beispiel nicht. Ich war eigentlich ganz kurz gedrückt. Oh, da Rüdiger macht da auf. Da war fast das 0-1. Junge, diese Ansicht. Aber Karius hat aber nicht die Nummer 1. Das müssen wir noch ändern. Ich weiß nicht, wo man die Nummern ändern kann. Shotfake. Haben wir noch. Über außen. Da ist Petrov. Petrov. Das ist ein Foul. Aber Schiri lässt Vorteil laufen. Kruska. Kruska. Ah, schwierig. Nummer zurück. Auf Adlung. Der ist vorbei. Flanke rein. Aber die Flanke. Die Flanke war Käse. Wir haben mehr Ballbesitz, aber ich glaube, es wird auf 0-0 zur ersten Halbzeit auslaufen. Ich glaube auch, ich weiß noch nicht, wie lange ich die Halbzeitlänge machen will. Ich glaube, es ist gerade bei 5. Schön gemacht. Könnte sein, dass es ein bisschen zu lang ist. Boah, das war eine wilde. Wilder Trick. Und er ist drin. Schön gespielt. Amnes, Junge. Kurz vor der Pause. Nein! 0-1, wir liegen hinten zur Pause. Also ein Tor möchte ich zumindest noch schießen. Wir können ja auch mal ein bisschen offensiver gehen. Das gab es ja hier wahrscheinlich auch schon, ne? Ja, offensiv. Generell, wir müssen uns in der nächsten Folge auch mal mit Taktik beschäftigen. Hoffentlich noch ein, zwei von diesen Transfers dort eintüten. Ja, lauf mal durch. Ja, das hat nicht geklappt. Da ist der Ball weg. Wir gehen den Ball nicht weg. Oh, schön rübergelegt, das ist 2-0. Karius, Riesentat. Oh, der Ball ist trotzdem drin. Oder? Ah, nee, abseits. Glück gehabt. Karius, Junge, was eine Parade. Ja, da sehe ich was. Schöner Ball. Sind wir durch. Nein, die Flanke kommt nicht durch, aber endlich mal eine Ecke für uns. Ecke. Ja, die kommt genau auf den Keeper. Ja, mit sowas, da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben, ne, bis ich da irgendwie am Start bin. Wie ich da was irgendwie timen kann und muss. Rüdiger, Junge. Schöner Einwurf. Guter Pass. Der kommt nicht an. Also unsere IV ist echt stabil. Gegen die kann man nichts sagen. Ruska, wir haben auch noch nicht gewechselt. Wir können gleich mal Johannes Geist eigentlich bringen. Der versucht halt den Tunnel. Ruska. Immer noch Kruska. Hinten ist alles frei. Farina, der muss rein. Alter, warum kann keiner schießen? Ich habe einfach nur aufs Tor gezielt. Junge, wir wechseln mal eine Runde. Wir bringen auf jeden Fall mal... Farina geht raus für Rivic. Wir bringen mal Johannes Geis für Kruska. Der konnte, glaube ich, nicht mehr. Und Stiepermann für Sanogo. Aber nun haben wir noch Hünemeier. Der ist wirklich auch ein Hühne, ey. Oh, schön. Fenin. Fenin. Leg nochmal rüber. Der muss rein. Yes. Sweaty ist mir egal. Stiepermann kommt rein. Direkt sein Tor. Easy. Wir können Tore schießen, Leute. Wir können Tore schießen. Vielleicht können wir das Ganze ja auch noch gewinnen. Junge, die Fans sind ja abnormal laut. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Geis, zum ersten Mal am Ball. Direkt eine gute Aktion. Ah, da kommen wir nicht durch. Nein, das ist ein schlechter Pass. Nicht gut. Die drehen sich immer um sich selber, ne? Rüdiger ist da, in die Zange. Antonio, stark. Rivic, der ist neu auf dem Platz. Der kann noch. Er läuft die Linie runter. Rivic, immer noch Rivic. Rivic. Flanke, da ist Sanogo. Ne, ist gar nicht Sanogo, es war Fenin. Drängen die schon krass hinten rein, muss man sagen, ne? Rüdiger mit dem Vorchecking. Boah, das war ein super Pass. Karius muss raus, ich gehe auf die Linie. Karius, Junge, klärt den. Stark. Oh, Rüdiger, passt zu kurz. Nein, nein. Oh, Riesending von Hünemeier, zweimal. Lässt sich dann aber beim zweiten Mal austribbeln. Da ist Rüdiger. Letzte Aktion. Abwurf auf Adlung. Und der Schiri pfeift ab. Ey Leute, relativ erfolgreich kann man so oder so sehen. Aber wir haben ein Tor geschossen und gegen Weltklasse nicht verloren. Also
Schlecht war es, glaube ich, nicht. Rüdiger nur mit einer 6,4 ist auch unser Kapitän anscheinend. Bin ich mal gespannt, was das hier wird, Leute. Ich bin so gespannt. Ich werde es auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Wie gesagt, wir machen jetzt hier den Cut-Off-Point. Wir haben die ersten Transfers eingetütet, das erste Spiel ist gespielt und wir schauen mal, was dann in der nächsten Folge so abgeht. Falls es euch gefallen hat und ihr Bock auf die Serie habt, schreibt mir gerne einen lieben Kommentar und rein. Dann sehe ich, dass ihr wollt, dass es weitergeht und wir die Champions League immer mit Cottbus gewinnen. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Gerne auch einen Daumen hoch. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.